Willkommen bei Armstrong. Willkommen auf der Messe Bau in München. Armstrong zeigt, welche Möglichkeiten das DLW-Linoleum bietet und welche Faszination von diesem ökologischen Material ausgeht. Bereits zum zweiten Mal arbeitet Armstrong DLW mit dem renommierten Architekturbüro Ippolito Flights Group aus Stuttgart zusammen. Im Jahr 2013 feiert Linoleum 150-jähriges Jubiläum. Der Erfinder Frederick Walton meldete bereits im Jahr 1863 ein Patent zur Herstellung eines elastischen Bodenbelags an. Das Rezept von damals wurde kaum verändert. Nach wie vor besteht das Produkt aus den gleichen natürlichen Rohstoffen. Eine Eigenschaft jedoch hat sich stark verändert, die Farbe. Das Linoleum ist schon lange nicht mehr langweilig und grau. Armstrong produziert DLW-Linoleumbelege in einer breiten Palette aus brillanten Farbtönen. Moderne Pigmente ermöglichen, das Naturmaterial regelrecht zum Leuchten zu bringen. Nehmen wir zum Beispiel die Kollektion Colorette, die den Namen Festival of Colors trägt. Hier ließen sich die Designer bei Armstrong vom indischen Holi-Fest inspirieren und stellten diese wunderschöne Farbreihe zusammen. Es gibt knalliges Bananengelb, fruchtiges Limonengrün oder Power Red. Wir wollten für Armstrong und den altbewährten Rohstoff Linoleum eine Bühne bauen. Offen, einladend, optimistisch, energiegeladen, selbstbewusst. Die Einführung der neuen Kollektion Colorette bot dafür einen sehr, sehr spannenden Hintergrund. Wir haben fantastische Farben, die eine tolle Materialtiefe haben. Und so konnten wir auf dem Stand einerseits ein weithin sichtbares Zeichen setzen für den innovativen und zeitgemäßen Umgang mit diesem Material, das wir alle schon sehr, sehr lange kennen. Und gleichzeitig, und das war uns auch besonders wichtig, eben auch die Verarbeitungsqualität, die mit Linoleum möglich ist, sichtbar machen. Linoleum ist aber nicht nur in der Farbgebung gestaltbar. Für die Kollektion Linea kreierten die Designer von Armstrong einen ganz anderen Stil. Beeinflusst von der ursprünglichen Materialität von Linoleum und seinen natürlichen Rohstoffen, gestalteten sie eine längsgerichtete Struktur in Holz- und Betonnuancen. Mit LinoArt hat Armstrong eine bislang einzigartige Designkollektion kreiert. Völlig neu ist hier die Kombination von klassischem DLW-Linoleum mit Echtmetallgranulat, das dem Boden durch unterschiedliche Lichtreflexionen einen Schimmer verleiht. Es gibt in der Kollektion zeitlose Töne in Messing und Bronze oder das LinoArt Firmament mit größeren Aluminiumflakes. Die vielen Farben und Strukturen machen das Linoleum zu einem modernen, zeitgemäßen Belag, der bei der Ausstattung von architektonisch anspruchsvollen Gebäuden eingesetzt wird. Wussten Sie, dass Linoleum fast ausschließlich aus natürlichen und zum großen Teil sogar aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird? Es entsteht aus Leinöl, aus Baumharzen, Kork, Holzmehl und Kalksteinpulver. Und diese natürlichen Materialien werden zusammen wie ein Teig verknetet. Am Schluss walzt man diese Masse 2 Meter breit auf eine Trägerschicht aus Jute. Was uns an Linoleum ganz besonders reizt, ist eben, dass es ein ökologisch und natürlicher Werkstoff ist, der sich in ganz unterschiedlichen Möglichkeiten auch gibt, es anzuwenden. Sowohl als klassisch als Bodenbelag, wir haben es sehr häufig auch schon verwendet, im Zusammenhang mit Raumkontinuen, wo wir quasi den Belag auf Boden und Wand und Decke so ausgebildet haben, dass wir eine ganze Raumschale daraus bauen konnten. Dann ist natürlich Linoleum auch ein toller Werkstoff, um in Möbeln auch damit Teilflächen zu belegen oder wie hier auf dem Stand auch ganze Möbel damit zu belegen. Dass Linoleum ein durch und durch ökologischer Bodenbelag ist, dokumentieren auch die Öko-Labels, die das Produkt trägt. Blauer Engel, Swan-Label, das österreichische Umweltsiegel, ja sogar die Spielzeugnorm erfüllt das Produkt. Was so viel bedeutet, als dass man das Material gefahrlos in den Mund nehmen kann. DLW Linoleum wird in Deutschland hergestellt. Armstrong ist der einzige deutsche Hersteller, und zwar unter der traditionsreichen Marke DLW. Und das beim Produktionsprozess unter ständiger, strenger Kontrolle der Rohstoffe. Eben made in Germany.